ja, ja, ja. Ah, Chicky, come on. FIFA-Schüssel, mein Freund. So, Halbfinale. Der Gewinner zockt gegen mich. Das heißt, ich muss jetzt auf jeden Fall spätestens jetzt anfangen, das Spiel zu durchschauen von jedem. Babyschluck ist auch noch hier drin. Mann, 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 krieg ich hier gerade den Dünnschiss. Mhm. Leute, nimmt ja alles auf, ja? Traumhaft. Ich muss so eine Kippe quarzen, Leute, das glaubt ihr mir nicht. Gerade gegessen, getrunken und die Aufregung und meine Lunge schreit nach einer Kippe. Okay, jetzt wird's spannend. Halbfinale. Nico gegen Luca. Nico ist Juve, Luca ist Chelsea. Das fängt schon abtastend an, obwohl jetzt Chelsea direkt anzieht. Hazard, Mandzukic wieder auf der 10. Also das werde ich ein Leben lang nicht verstehen, aber ich meine, er ist im Halbfinale. Vielleicht gewinnt er jetzt wieder, ne? Ich verstehe nicht, wie man Mandzukic auf der 10 bringen kann. Auch noch mit seiner, er hat doch nicht so gute Pass, so eine gute Passstärke, oder? Marquisio ist für mich auf jeden Fall ein Highlight im Mittelfeld. Ist ein richtig geiler 8er, 6er oder whatever. Also 10er eher weniger. Hazard auf den Flügel, bam, Alter. Dani Alves hat, boah, der Alter hat er ihn gefickt. Er hat ihn richtig gefickt. Aber, also Chelsea stabil, Luca. Stabil, deine ersten Minuten hier. Echt wahr? Luca, Alter, aber Buffon kriegt seine alten Knochen nochmal richtig schön in Bewegung gesetzt. Moses auch geil. Bringe ich auch immer, wenn ich Chelsea nehme. Oh, 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 der Luca ist gut. Luca ist ein guter Zocker. Also jetzt nichts gegen den Nico, ne? Der hat ja davor auch gezeigt, dass er echt gut zocken kann. Aber bis jetzt ist auf jeden Fall eher Chelsea am Drücker. Aber immer wenn ich sowas sage, kommt dann Higuain. Boah, David Lewis mit seiner Tingle-Tangle-Bart-Frisur. William. Ah. Aber Thiago Costa, Fehlanzeige. Hatten sich gut wiedergeholt, aber dann meilenweit zu weit vorgelegt. Fabregas wieder aufgestellt. Wer es geil findet, ich nicht. Matic bringe ich auch nicht. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, wen ich überhaupt bringe, gell? Ich kann es euch sagen, ich bringe Pedro, linkes Mittelfeld. Also wenn ich 4-3-3 zocke, faul. Wenn ich 4-3-3 zocke, Pedro auf der 8. Auf der 6 Kante und auf der rechten 8, rechts zentrale Mittelfeld, bringe ich Victor Moses. So zocke ich mit Chelsea. Und vorne ist klar, rechts William, Mitte Costa, links Hazard. Jetzt erstmal Pjanic Freistoß, er hat brutale Freistoßwerte. Pjanic auch bei der Ecke, der Man vor die Standards, wieder kurz auf Higuain. Boah, das ist aber eine gute Eckballvariante. Ich habe die irgendwann auch mal gemacht, so dieses kurze, kurz und fest auf den ersten Pfosten. Weil da immer der Mittelstürmer halt steht oder sich dann anbietet und das geht echt oft gut aus. Also Ecken finde ich sau schwer bei dem FIFA irgendwie, was davor immer einfach rein. In der Demo habe ich gedacht, boah, FIFA 17, die Ecken, da geht ja jede rein. Und im Spiel, also, mache ich gefühlt jede hundertste rein. Aber wenn ich sie reinmache, dann wenn ich kurz und fest auf den ersten Pfosten klopp. Dybala ist auch auf jeden Fall übertrieben stark. Matic ist nur in der Verteidigung gut, meiner Meinung nach. Hin und her spielen jetzt Schick William. Aber da kommt direkt Alexandro, Alter, der ist auch so krass, der Kerl. Der ist richtig krass. Ah, unsicheres Aufbauspiel. Mandzukic. Ich gucke jedes Mal unten auf den Namen, weil ich denke, wer ist da hinter der Mittellinie bei Juve mit dieser Statur? Und ich denke mir immer wieder, warum Mandzukic, Alter? Ah. Ah. Oh, fast. Oh, Dybala, Alter, ist es, boah, da ist es. Und was für ein schwuler Jubel, die wollen alle mal von hinten weggebannt werden. Okay, nicht schlecht. Nico führt 1-0 mit Juve. Juve führt 1-0 gegen Chelsea.
Boah, der wäre fast wieder durchgekommen. Dann Dybala allein aufs Tor, das ist eigentlich ein klares Ding schon. Boah, jetzt wird's nur mal bitter. Jetzt wird's bitter. Ah, wollte ich auf links legen mit Dybala. Das ist so halt so an so klaren Linksfüßen immer das Ding, dass man genau weiß, dass sie auf den Fuß wollen. So, das ist ähnlich wie bei Messi oder bei Robben. Man weiß eigentlich, was der Gegner tut. So. Er legt ihn sich zu 100% oder zu 90% immer auf den linken Fuß. Oh, Costa. Costa, aber wieder Buffon. Ich glaube, Buffon hatte jetzt schon ein paar gute Aktionen in dem Spiel. Kommt da jetzt was? Einfach mal rausgeklärt, passt jetzt niemands Land. Oh, jetzt schickt man Zukic. Ja, und jetzt kackt er ab. Jetzt muss er den Ball wieder abdrücken eigentlich. Ah. Schön. Ah, das war, also das war richtig schön. Ah, das hätte ein Tor verdient gehabt. Das war die Zidane-Rolle im genau richtigen Moment. Das war richtig schön gemacht. Da kannst du halt als Verteidiger auch echt nichts dagegen tun. Da bist du einfach, da bist du hier der Gefickte, wenn du so ein Ding gegen dich kriegst. Ja, gleich erste Halbzeit rum. 7 Minuten. Ist schwierig zu sagen, ne? Also Chelsea hat so gut angefangen. Der Luca. Und das, jetzt lassen die Chancen ein bisschen aus. Und es sieht so aus, als wäre der Nico ein Tick mehr am Drücker. Aber auch ein Spiel mit verhältnismäßig wenigen Torchancen. Ne? Diego Costa hat keinen Bock zu laufen. Aber jetzt kommt er. Oh, Chiellini. Ne, es war nicht, war Bonucci. Bonucci, Marchisio. Mandzukic wieder. Der Pass war gut. Ich würde abziehen, ey. Boah, da hätte ich abgezogen. Es war klar, gegen die Juve-Innenverteidigung kommst du da nicht durch. Da kannst du, musst du Cristiano Ronaldo heißen, um da durchzukommen. Geht da vielleicht noch was vor der Pause? Ein 2-0 wäre natürlich jetzt, also das wäre jetzt echt bitter. Ja, Higuain-Flanke. Kann man auch gleich lassen dann. Kannst du auch gleich dem Gegner einen Ball geben. So, was geht jetzt hier noch? Halbzeit. Auch ein gutes Game eigentlich, sehr, sehr ausgeglichen. Wechselt da jemand? Okay. Werden hier gerade mal wieder jetzt, weil wieder beide Gamer hier mit Mikrofon am Start sind, wird hier die Lautstärke mal ein bisschen erhöht, um vielleicht den einen oder anderen Flucher hier entnehmen zu können. Gegen Ende des Spiels wird es ja immer sehr lustig. Oh, was passiert da jetzt? Alter! Ja, schwierig, ja, den wollte er schön machen, der Nico. Aber am Ende hätte er den angenommen. Hätte er einen Safety reinmachen können, meiner Meinung nach. Kanté, ich glaube, kein Mensch auf der ganzen Welt fängt so viele Bälle im Mittelfeld ab wie Kanté. Er ist so klein und rennt so viel und fängt so viele Bälle ab. Das ist so krass. Und jetzt klingelt's. Dybala, leg ihn dir auf links. Boah, richtig schön abgeschlossen. 2-0 Dybala. 2-0 Dybala, ja, das ist heftig. Das ist jetzt heftig. Also jetzt wird es auf jeden Fall schwer für einen Luca, der so mega gut angefangen hat in dem Spiel. Ah. William denkt auch, er wäre Cristiano Ronaldo. Aber jetzt könnte... Boah, fast schön. Fast schön, aber ich glaube, das war ein Move, der so entstanden ist, weil man auf gut Glück gedreht hat am Stick. Das ist nämlich der Trick, den die Leute am meisten gegen mich machen. Und Higuain, hat er wirklich eine Chance zu gewinnen? Scheiß Pass. Aber Marchisio... Oh. Ja, ist auf jeden Fall noch nichts gegessen hier. Der Käse ist noch nicht gegessen, du. Die Sau ist noch nicht geschlachtet.
Was gibt's jetzt? Ah, da würde ich auf jeden Fall William schießen lassen und mit Vollspann drauf. Hazard. Nee. Mm-mm. Oder er passt halt irgendwo quer. Ja, dann doch ein William, sag ich doch. Ist auf jeden Fall auch der bessere Schütze und Vollspann drauf. Naja. Es ist halt so, ne? 33 Meter Freistoßtor mit Memphis Depay. Higuain. Boah, David Luiz kommt rausgeschossen. Und jetzt William, der so gut gegen Bayern gespielt hat. Aber lässt sich abkochen. Gegen Alexandro ist heftig. Heftig, no chance. Meiner Meinung nach auch einer der besten Linksverteidiger, die es in echt und im FIFA gibt. Alexandro, auch mit seiner Statur, der sieht aus wie so ein Klotz und ist so schnell. Und oh, jetzt nochmal rüberpassen. Oh, Skillpass und nochmal rüberpassen. Oh, jetzt ist es gegessen. Ich glaube, jetzt ist es gegessen. Wer hat's gemacht? Chiellini. Ja, ich frage schon so, wer hat's gemacht, weil ich mir dachte, wer sieht so aus da vorne im Sturm von Juve? Und es ist der Chiellini, 3-0. Ja, Luca, im ersten Spiel gegen Max 3-0 gewonnen. Jetzt 3-0 hinten, das ist bitter. Und es macht so langsam den Anschein, als hätten wir meinen Gegner gefunden. Im Finale, der ein Hin- und ein Rückspiel gegen mich spielen darf. Ein Hin- und ein Rückspiel und ich kacke mich ein bisschen ein, obwohl ich jetzt den Spielstil nicht so stark finde. Also ich finde, er kann schon zocken, aber... Ja, vielleicht merke ich das auch gerade nicht, weil ich so richtig zocke. Man merkt dann ja immer erst, wenn man gegen einen richtig zockt, ne? Aber... Ja, es geht halt viel über Mandzukic. Es geht viel über die Mitte, auch mit der Formation, die er ausgewählt hat, die Raute, nicht die breite Raute. Und dann vorne immer Doppelpass, hinher, da muss ich aufpassen halt. Da muss ich aufpassen, niemals Innenverteidiger rausholen. Und vorne geht's immer hinher. Einfaches, aber sehr produktives Spiel, würde ich sagen. Eden Hazard muss jetzt, geht da vielleicht noch was, aber... William versucht es wieder gegen Alexandro, schöner Berberspin, schön. Aber leider auch nicht mehr. 70. Minute. Was passiert hier noch? Wieder William, auch schon wieder jetzt in dem Spiel, glaube ich, auch der von Chelsea, der mit den meisten Ballaktionen, oder er kommt mir so vor, als wäre er der auf jeden Fall aktivste Spieler. Oh, Diego Costa. Jetzt, ja. Wenn jetzt FIFA will, ne? Wenn jetzt FIFA will, steht es hier gleich 4-3 für Chelsea. Ihr kennt das alle. Ihr kennt es alle, wenn man auf einmal weggerammt wird und FIFA einem wirklich einen nach dem anderen reindrücken will. Und man kann es nicht verhindern. Jetzt muss man gucken, dass der Nico nicht zerfällt mit Juve. Wenn er jetzt noch vor der 80. 3-2 kriegt, dann scheißt er sich ein, da lege ich mich fest. Da muss er kurz Pause machen, weil er ein Dünnschiss in der Hose hat. Aber jetzt Mandzukic, richtig wacker Abschluss. Unter aller Sau. Wegen sowas habe ich schon Spieler ausgewechselt. Boah, Hazard ist noch echt fit. Die Defensive steht. Wie auch sonst bei Chelsea, bei Juve. Matic auch noch auf dem Platz. Oh. Ah, vertändelt. Vertändelt mit William. Und jetzt natürlich Chelsea hinten offen. Der rückt jetzt raus mit seinen Verteidigern, um schnellstmöglich dagegen zu pressen. Hat sich in dem Fall auch ausbezahlt. Und pass ihn oder knall ihn rein. Alter, wenn deine... Ah. Bitte. Bitte, hätte er den reingemacht, dann wäre es noch auf jeden Fall ein richtiger Krimi geworden. Ah ja, jetzt schön L1 passen, ne? Schön doppelpassen. Ja, das ist, darauf muss ich achten beim Nico. Das ist so ein Doppelpasser, so ein Klack, 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 Klack. Und jetzt Dani Alves. Nein. Nee. Also dann wäre alles jetzt wirklich klar gewesen. Dann wäre Alves klar. Interessante Eckballvariante. Alter! Krasses Ding. Das, also ohne Scheiße. Props dafür und Marquisio, Props für dieses Tor. Das klappt wirklich nicht oft. Marquisio in the place to be.
krasses Ding von Marquisio, aber dass er das sich nicht mal nicht nochmal in der Wiederholung anguckt, zeigt ja eigentlich, dass er ein ganz cooler Typ ist. So. Also ich hätte es mir auf jeden Fall nochmal angeguckt. Und jetzt reinpassen. Oh, Alter, was machst du? Oh. Also da hätte man deutlich mehr draus machen können. Buffon mit seiner ganzen Erfahrung hält er den Ball vor der Linie, fast ein Fehler. Ja, das ist gegessen, das Spiel. Das ist hier gegessen, meine Freunde. Und jetzt fängt er sich vielleicht ums 5-1, wenn er sich wieder mit diesem Doppelpass spiele. Alter, da muss ich aufpassen. Dieses Doppelpass-Geplänkel, nicht schlecht vom Nico. Okay. Nico. Und jetzt nochmal rausspielen. Ja, jetzt pfeift er ab. Nico, du bist mein Finalgegner, du Sack. Boah, du musst die Hose hochziehen. Ayayayo. Ah, Jiggy, komm mal. FIFA-Schissel, mein Freund. Okay, mein Freund. FIFA-Track, Jiggy J, FIFA-Track, Jiggy J, EA Sports, ich bin in the game. Du wirst zerpflückt, aber tust so, als wärst du gleich der King. Wenn wir zocken und du von 20 Spielen eins gewinnst, alle anderen 19 Mal mach ich dich platt und hör nach jedem Game. Ich hätte nur Glück gehabt, der Schiri pfeift nur faul zu mich. Du immer nur die Latte triffst, ich nehm zu oft Real Madrid. Und auf deinem Controller gehen die Tasten nicht. Digga, verarsch mich nicht, 3-4 Hackentricks, Doppelpass-Staffetten mit L1, Taste X. Spieldominanz mit über 60% Ballbesitz, 5 Sterne Dribbling-Moves, ich kann fast alle Skills, sobald ich den Ball hab mit Ibra. Du drehst auf gut Glück am rechten Stick und gibst an, wenn ein Trick klappt. Wow. Ich hab die Flankenpässe drauf, ich gucke aufs Radar und schlag nen langen Pass in Lauf. Ich benutze fast öfter L2 als R2. 33 Meter Freistoßtor mit Memphis Depay. Vollspannschuss L1, Flanke Juan Mata. Und mit Anthony Martial mach ich den Kopfball zum 6-2. Vor ein paar Minuten war noch alles offen, doch jetzt die Verbindung zu deinem Gegner wurde abgebrochen. Ja, ich weiß, du bist nur wieder ein Typ, der sagt, er schlägt mich in FIFA und dann den Kürzeren zieht. Wow. Ich weiß, du bist nur wieder ein Typ, der sagt, er schlägt mich in FIFA und dann den Kürzeren zieht. Erzähl mir nie mehr wieder, dass du mich in FIFA besiegst, weil du ein Babbler bist, der eh wieder den Kürzeren zieht. Ich hol mir so viel FIFA-Coins, fuck, mein Geld ist weg. Ich kauf mir jeden Tag 10 Jumbo-Gold-Premium-Packs. Jedes Wochenende stürme ich die Weekend League mit Ribery links außen und mit 100% Team-Chemie. Ich liege hinten, aber zeige riesen Kampfeinsatz. Lauf allein aufs Tor, meine Schiri pfeift zur Halbzeit ab. Zweite Hälfte, stell mit Steuerkreuz auf hoher Druck. Volle Offensive und schon...